Assalamu alaikum, marhaban, guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unseren neuen und vielleicht letzten Folge starten können. Heute lernen wir den Naat, oder der als Sifa auch bekannt ist, also den Adjektiv. Damit er ein Adjektiv ist, muss er genauso wie der Beschriebene sein. Maskulin mit Maskulin. Feminin mit Feminin, Singular mit Singular, Dual mit Dual, Plural mit Plural. Ebenso bestimmt mit bestimmt. Wenn das Beschriebene ein Artikel hat, dann muss der Adjektiv auch einen Artikel haben. Und unbestimmt mit unbestimmt. Wenn es kein Artikel hat, dann hat der Adjektiv auch kein Artikel. Der Adjektiv nimmt den gleichen I'rab wie der Men'ut, also der Beschriebene. Und jetzt zu den Beispielen. جاء الشاب الوسيم جاء الشاب الوسيم Der gut aussehende Junge ist gekommen. Wir sehen, dass der Adjektiv nach dem Wort kommt. Und nicht wie im Deutschen. Was eigentlich aber im Arabischen geht. Nur es ist nicht das Richtige. الشباب ist فاعل مرفوع بالضمة. So ist الوسيم صفة مرفوع بالضمة. الشاب ist bestimmt Singular und Maskulin. Und الوسيم ist ebenso Singular und Maskulin. Und bestimmt. So nehmen wir jetzt ein Beispiel, was feminin ist. رأيت الحديقة الكبيرة. Ich sah den großen Garten. الحديقة ist مفعول به منصوب. Akkusativ. Und somit ist كبيرة auch منصوب. الحديقة ist bestimmt Singular, Feminin und كبيرة genauso. Jetzt ein Beispiel für den Dual. Dual. سلمت على الصديقين الكريمين. Ich grüßte die beiden gütigen Freunde. Genauso wie الصديقين ein Ja und Nun bekommen hat, bekam es auch das Wort الكريمين. الصديقين ist bestimmt Dual, Dual, Maskulin und Al-Karimain ebenso. Die erfolgreichen Studenten gewannen. Najahat-Tullabu-l-Mujtahidun. Und hier sehen wir, dass Al-Tullab plural ist. Auch wenn es kein Wow und Nun hat. Maskulin bestimmt ist. Und Al-Mujtahidun genauso. Al-Wardatu الجميلات نادرات. Hier haben wir ein Plural, was feminin ist. Die schönen Rosen sind selten. Die schönen Rosen sind selten. Leider ist das die Wahrheit. Wie wir wissen, ist dieser Satz eine Jumla Ismiya. Also Mubtada wa Khabar. الجميلات ist genauso wie الوردات weiblich Plural bestimmt. Jetzt kommen wir zu selten, nadir. Im Deutschen ist selten und schön Adjektiv. Hier ist selten aber Khabar. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man das unterscheiden? Ganz einfach. Nadirat ist Plural, Feminin, aber, unbestimmt. Und das ist der Unterschied. Somit haben wir 5 Beispiele gegeben und beenden hiermit diese Folgen. Natürlich gibt es noch sehr vieles zu lernen. Und wenn wir Zeit haben und ihr mehr wollt, können wir später mehr erklären und erzählen. Auch gibt es zu jedem Thema, den wir hier geöffnet haben, Details. Doch wollen wir euch nicht viel fürs Erste belasten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch unsere anderen Videos an. Sagt uns, was ihr so für Videos haben möchtet, über was wir reden sollen. Teilt uns eure Ideen, abonniert unseren Kanal, teilt ihn, schreibt uns eure Meinung und ma'assalam. Assalamu alaikum, euer Bilqalam.